Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Stappenbach im LS19 am Dienstagmorgen. Ein wunderschönen. Ja, es sind die letzten Tage, es ist gestern auf jeden Fall die Stappenbach leider ausgefallen, das tut mir auch sehr leid. Und am Sonntag sind ja die zwei Gemeinderatefolgen und die Stappenbach-Folge etwas verspätet, glaube um 9 Uhr oder sowas online gekommen erst. Aber zeittechnisch ist sie das wirklich nicht ausgegangen und deswegen ist auch die gestrige Folge ausgefallen. Aber ich bin wieder zurück auf der Stappenbach und wir können wieder weitermachen mit den Aufgaben, die wir so zu erledigen haben. Bin hier frisch gespawnt und dann legen wir gleich mal los. Wir müssen ja unsere Wiesen. Die 82, die 40 und die 31 müssen ja noch gekalkt werden. Und deswegen haben wir in der letzten Folge dem Premium hier nochmal und dem Dünger und dem Streuer hinten dran die Pflegebereifung aufgezogen. Und ich bin tatsächlich, wenn ich mich nicht täusche, nach der Aufnahme nochmal hierher gefahren und habe den nochmal voll aufgefüllt. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viel Geld wir vorher hatten. Könnt's gerne mal ausrechnen. Auf jeden Fall, wenn wir da ein bisschen weniger Geld haben, dann kommt es von dem Kalk hier. Aber ich glaube, das waren nur 1000 Euro, glaube ich. Ja, glaube ich, 1000 Euro waren sowas. Und ja, da werden wir jetzt die Felder alle nochmal schnell, die Wiesen nochmal alle schnell kalken. Und dann können wir auch schon anfangen, die zu mähen. So, ich muss gucken, wenn ich zu schnell werde. Weil der volle, Kalkstreuer da hinten drückt schon ein bisschen. Was das drückt, er schiebt. So. Können wir schon gleich wieder hier links rein. Unser Ding in Luzernefeld schaut auch ziemlich reif aus. Ganz kurz hingucken. Im Wachstum. Sieht aber schon ziemlich reif aus. Ist das wirklich noch im Wachstum? Tatsache, aber in der letzten Wachstumsstufe. Also das heißt, wenn wir ein bisschen vorspulen, könnten wir das eigentlich auch noch abernten. Okay, gut. Aber wir haben jetzt 16.06 Uhr, also das heißt, wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen was zeittechnisch, was wir noch machen können. So. Und dann starte ich mal den Kalkstreuer und funktioniert das? Die Textur ist nicht da, aber wenn wir hier gucken, ach, das funktioniert nicht, ne? Man kann die anscheinend nicht kalken. Okay, gut. Das natürlich war eigentlich nicht so geplant, aber gut. Hätte ich ja mal vorher ausprobieren können. Aber mal. Passiert halt. Ich gucke jetzt nochmal bei den anderen Wiesen, ob es da funktioniert. Das ist nur vielleicht auf der. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Aber das ist halt nur auf der hier nicht funktioniert. Aber wenn es auf der wahrscheinlich nicht funktioniert, funktioniert es auf den anderen wahrscheinlich auch nicht. Aber es steht halt auch. Muss ich nochmal nachgucken. Aber da steht doch dran, dass sie gekalkt werden braucht. Oder sollte. Benötigt Kalk. Und da ist auch die 40 und die 31 bei. Gucken wir hier nochmal. Fahren wir mal ein Stückchen. Nee, das funktioniert nicht. Okay, gut. Dann haben wir das soweit auch geklärt. Dann kann man die Wiesen nicht kalken. Düngen ja, aber kalken nein. Okay. Ich werde aber tatsächlich auf dem Johnny und auf dem. Oh Gott. Auf dem Kalkstreuer tatsächlich die Pflegebereifung noch drauf lassen. Oder soll ich sie wieder ich konfiguriere die wieder um. Ja, aber das sieht auf jeden Fall wieder wesentlich besser aus dann. Das Ganze gespannt. So, wichtig ist natürlich immer dran denken, dass man das entleert. Oh Gott, das muss ich auch noch machen. Das ist hier nicht ganz so vorteilhaft. So, den konfigurieren wir uns um. Ja, Reifenvariante Michelin, das passt. Ich würde aber gerne. Wie viele Auswahlmöglichkeiten gibt es denn hier?
Okay. Kontinent. Nee, es schaut nicht schön aus. Einmal Breitreifen. Und hinterer Ring. So, so hatten wir ihn vorher auch noch. Ist die noch. Oh, die hat's. Die hat jetzt natürlich wieder nicht mitkonfiguriert. So. Das passt noch alles. Aber hatten wir vorher nicht mal ein bisschen eine größeren? Doch. Ah, da haben wir wieder unser 205 PS Schlepper. So, jetzt haben wir ihn gleich wieder so wie er vorher war. Aber nochmal den Kalkströmen konfigurieren. Machen wir das so. Und die Dicken. Ja, so nehme ich das gerne an. Jo, sieht aus wie vorher, nur wenn wir schnell die Reifen gewechselt haben. Das passt. Rückwärtsgang mit den. Und dann laden wir die Kalk-Bigbags, die wo hier noch stehen, wieder auf. Weil die haben wir könnten sie stehen lassen, aber dann würden sie uns auf jeden Fall ziemlich im Weg stehen. Und besser sind sie im Kalkstreuer, als wie irgendwo rum, als wie das irgendwo mitten am Hof rumstehen. So, da wird es wahrscheinlich die rechten zwei noch nehmen vielleicht. Aber der Rest ist dann schon zu weit weg, da muss ich dann ein bisschen anders dahin fahren, damit er die noch nimmt. Ah, okay, ich muss auch so anders dahin fahren. Weil er die schon gar nicht, weil er das, was ich gedacht habe, was er noch nehmen würde von dieser Entfernung aus, nimmt er auch nicht mehr gut. Ist ja nicht so schlimm. Dann lade ich auch nochmal die 8000 Liter, die wo ja noch immer rumstehen. Weil jeder Big Big hat knapp 2000. Den Stoff muss ich jetzt noch näher ranfahren. Ah, nee, geht doch. Gerade schon gedacht. Kann ich gleich mal wieder Rückwärtsgang reinmachen. Ich lenke jetzt hier mal rum. Dass das hier ein bisschen. So. Oh, jetzt haben wir es leichter angeschubst. Aber das wird eh gleich entladen, also. Wenn ein bisschen Schaden hat, ist nicht so schlimm. So, der letzte. Sagt man eigentlich das Big Bag oder der Big Bag? Also ich meiner Meinung nach würde sagen der Big Bag, weil die Big Bag, nee, die Big Bag sagt man nicht. Aber das Big Bag? Naja, ich bleib bei der Big Bag, hört sich irgendwie ein bisschen besser an als wie das Big Bag. So, wo stellen wir denn das Teil denn hin jetzt eigentlich? Oh, bremst doch mal. Ich muss sagen, ich würde es tatsächlich gerne da hinstellen, wo der andere Streuer steht. Ich komme noch nie mehr. Oh. Bin leicht angeditscht. Wollte schon sagen, da komme ich doch niemals im Leben rein. Und das hat sich auch so herausgestellt. So, wir müssen natürlich gucken, ob wir hier weit genug rüberfahren. Muss ich nochmal da stehen fahren. Sonst muss ich mich aber konzentrieren. Ich fahre ja schon wieder eine Scheiße zusammen, Alter. So, ein bisschen weiter rüber. Ja, so passt. Fahren wir nochmal ein bisschen vor. Passt. Handbremse rein. Motor aus und ausgestiegen. Passt. Dann holen wir gleich nochmal, genau da ist er schon, unseren kleinen Arion nach Hause. Arion. Und sind 6M, so. Ich war noch ganz bei der Gemeinderat, da haben wir die zwei, den einen kleinen süßen Arion und den bisschen größeren. Aber das ist ja der 6M. So, kommen wir raus, perfekt. Bin ich gerade nochmal am überlegen, kann man das Luzernefeld eigentlich auch düngen, oder? Ah, das ist auch schon komplett gedüngt, okay. Ja, das passt, das. Dann fahren wir den hier nach Hause und waschen hätten wir eigentlich nochmal können, ne? Aber wir haben ja den tragbaren, also das heißt, wir können auch noch mit der Halle waschen. Macht man normalerweise nicht, aber
muss ehrlich sagen, ich habe jetzt keine Lust, das Gespann nochmal da rauszufahren. Der Fußgänger war knapp, aber ich habe ihn nicht überfahren oder angefahren. Oh Gott. Eieieiei. Bisschen leicht vorne. So, den war schon natürlich hier vorne gleich. Aber Düngerstreu sieht eigentlich noch relativ sauber aus. Im Gegensatz zum 6M. So, der ist sogar relativ sauber, der Düngerstreuer. Sieht eigentlich noch relativ akzeptabel aus. Wahrscheinlich nur hier unten bei den Streutellern. So, passt. Was ich gerade angehört habe, wenn er geblinkt hätte einmal. Na gut. Oh ja, der braucht dringend Wasch, weil das sieht nicht ganz so schön aus, wenn da so ein komplett dreckiger Traktor in der Halle drin steht. So. Ich wollte eigentlich gerade den 6M hier reinfahren und da dachte ich mir so, ja, ich lasse die Pflegebereifung einfach drauf, aber wir brauchen den ja dann gleich wieder. Für die Frontladerarbeiten. Aber bis dahin lasse ich den jetzt hier einfach mal stehen. Dann hat er auch mal ein bisschen Pause. So, dann holen wir nochmal den Kärcher. Ich bin gerade so mit Aufräumen beschäftigt. Ich hoffe, wir kommen heute nochmal zum Mähen, aber wir haben jetzt 11 Minuten. Das dürfte eigentlich klappen. Also dieser Tragbare ist schon geil. Also nochmal vielen Dank an meinen Kollegen, der mir das geschrieben hat, dass es den gibt. So, die Felgen. Der Rest ist eigentlich relativ sauber. Dort, ja, der Dreieck passt. Aber ich finde den immer noch so süß. Richtig kleiner, knuffiger. So. Und den Breda auch schön abwaschen. Aber wenn man so neben dran steht, der ist schon hoch, ne? Aber dafür hat man auch die Leiter, weil es ein bisschen schräg ist, aber gut. So. Bei unserem Dreiachse hier muss ich den Unterboden nochmal umkonfigurieren auf schwarz. Ein Rot sieht ja nicht ganz so schön aus, meines Erachtens. So, das ist wieder sauber, das passt. Den tragen wir dann auch wieder rauf, unseren Kärcher. So, wieder schön hier neben die Laterne. So. Ja, so passt, so steht er ganz gut. So, dann schnappen wir uns mal unseren Xerion. Und dann können wir eigentlich schon direkt beginnen zum Mähen. So, zack. Allradlenkung habe ich ja wunderschön auf meine Seitenkonsole gelegt. Das Gewicht hinten drauf können wir drauf lassen, weil wir mähen ja sowieso nicht mit gedrehter Kabine, so jetzt habe ich es. Weil das Mähwerk ist eigentlich nur Front und Heck. Durch hier, nehmen wir es angeeckt, das ist wunderbar. Ein bisschen zurückfahren hier. Gut, das hat sich ein bisschen komisch angehört. So, zack, da haben wir. Dann wenden wir hier einfach mal. Obwohl, jetzt fällt mir gerade auf, ich muss tatsächlich. Oder was heißt muss, aber ich wähle wahrscheinlich mein Mikrofon, weil das hängt ja bis jetzt an meinem Tisch. Oder was heißt hängt, es ist an meinem Tisch befestigt, sagen wir so. Und wenn ich hier natürlich ein bisschen schneller rumlenke, dann wackelt der Tisch gerne mal. Und das heißt, das Mikrofon wackelt auch. Die Frage ist jetzt, ob man das jetzt in der Aufnahme hört, dass es jetzt wackelt. Dann warte mal, ich lenke mal ein bisschen schneller. So ungefähr wäre das, oh Gott. So ungefähr wäre das dann, wenn es ein bisschen wackelt. Und da würde ich mir dann halt nebenan noch so ein kleines externes, so, Tischchen. Externe Plattform oder kleine Tischchen hinstellen, wo ich das befestige, damit das nicht so rumwackelt dann. Aber wenn man es natürlich in der Aufnahme nicht hört, ist auch nicht so schlimm. Aber ich werde es wahrscheinlich trotzdem machen. Weil dann sieht es auch ein bisschen besser aus, als wenn ich hier lenke und dann wackelt das immer so. Das ist für meinen Geschmack nicht ganz so optimal. So, aber ich werde jetzt gleich mal hier links vorne beginnen, weil es einfach am nächsten am Hof ist. Und man beginnt eigentlich immer mit den Feldern, die in Hofnähe sind. Die anderen Wiesen sind ja auch in Hofnähe.
Aber ich fange einfach mit dem hier an. So. Oh nein. Oh, ich dachte schon, das wird wieder. Hängt sich wieder am Boden auf, aber nee. So, dann machen wir das hintere noch an. Und lassen es auch gleichzeitig runter. Und ja, das sieht gut aus, das wird gemäht. So, jetzt muss ich noch mal so, und dann fahren wir noch mal kurz zurück, dass ich die Ecke da vorne noch mitkrieg. So, wieder nicht zu nah ranfahren, weil da sammelt sich immer da unten. Und dann kriegt man das immer nicht so viel mehr weg. Dann kommt man nicht zu nah an den Bäume ranmähen. Weil wenn er mal so eine Wurzel hochsteht oder stärker rauswächst und ist jetzt schon eine ältere und dicke Wurzel, dann ist es, glaube ich, das Mähwerk nicht ganz so optimal. Und wir müssen hier auch nicht jedes kleine Viehzeller mitnehmen. So, hier vorne war ein bisschen. Und da haben wir schon das erste Problem gehabt, das ist ein bisschen angeeckt. So, vorne heben wir mal hoch. Hinten können wir tatsächlich noch bis hier ran mähen. Dann drehen wir einmal. Oh, bin ich schon ein bisschen in die Luzerne reingefahren. Also die obere Blüte ist schon weggemäht worden. So, ich muss jetzt hier ein bisschen in dieser Position fahren, sonst bin ich mit der Kamera. Hm? Ist da gerade ein. Oh, das war ein Vogel, ich dachte mir gerade, das hat ein bisschen komisch ausgeschaut. Ich dachte schon, der stürzt gerade vom Himmel runter. So, hier vorne ist wieder die bekannte Ecke. So. Ja, ich fahre mal ein bisschen was kaputt, wenn ich die Kurve fahre. Ist aber, glaube ich, nicht zu vermeiden. Weil der Wendekreis einfach so, oder das, ja, das Mähwerk bei der Kurve nicht breit genug ist, das alles mitnimmt und dann wird halt ein bisschen was platt gefahren. Aber das ist jetzt ja auch nicht so schlimm, dieses bisschen Gras da ist. Das fällt nicht auf, im Gesamten. So, der. Aua, aua, aua. Ja, ging noch. Es hat zwar ein bisschen verbogen, unser Mähwerk, aber es lebt, glaube ich, noch. So. Ich dachte, das ist nur noch eine Frontmähwerksbreite, aber nee. Ein bisschen breiter ist doch die Bahn. Wir werden jetzt gleich noch gerade nach oben mähen, aber hier vorne einen glatten Abschnitt haben. Rüber, wir sind stehen lassen, aber es sieht dann ein bisschen nicht so angenehm oder schön aus, wenn da mitten auf dem Weg noch so ein kleines Pflänzchen steht oder so eine Reihe von Pflänzchen. So, heben wir mal das Ganze an. So, jetzt oben bin ich schon vorher ein bisschen losgefahren, aber das geht ja noch, ist ja noch nicht so schlimm. So, bremsen, Mähwerk runter. Ja, bis wir alle Wiesen von uns gemäht haben, da nimmt schon immer so eine Folge in Anspruch. Ja, eine Folge müsst ihr in Anspruch nehmen. So. Geht man natürlich wieder hoch da vorne, hinten ebenfalls. Naja, lassen wir normales runter. Auf jeden Fall in dem vorderen Teil hier hinten können wir das hintere eigentlich wieder hoch machen. Weil es nur noch Frontmähwerksbreite. Oh. Da noch ein bisschen breiter. Ich habe gedacht, wir sehen X anstatt V. Das war
gerade unabsichtlich. Sorry, wenn es ein bisschen laut war. Oder was heißt laut, das ist ein roter Bereich, kommt, weil ich einfach mit der Hand an meinen, boah, wie nennt man das? Pop-Up-Schutz ist nicht dieses, das, was auf dem Mikrofon dann drauf ist. Aber ich habe halt vorher diesen runden Kreis, also da heißt es glaube ich Spuckschutz. Ja, ein Spuckschutz nennt man es. Soweit ich weiß. Wenn es anders da heißt, könnt ihr mir gerne in die Kommentare berichtigen. Aber so weiß es halt ich eben noch. Und da bin ich halt ein bisschen gegen gestoßen und das übt sich natürlich dann auch aufs Mikrofon aus. Indem es halt ein lauteres Geräusch von sich gibt, wenn man dagegen ditcht. Nein. Oh, wo kam das Auto her? Oh. Ja. Ist aber jetzt ein bisschen schnell gewachsen, oder nicht? Also es war doch letztens noch, warte mal, ich muss Gras anmachen. Es war doch letztens noch im Wachstum. Es ist reif. Lol. Da war ja letztens eigentlich noch gar nichts dran, wenn man die letzte Folge sich anguckt. Und das jetzt, ja, ein bisschen später war das auch nicht so viel. Aber gut. Ja, warte mal. Haben wir... Da war ich nicht hin. Okay, wir haben Pflanzenwachstum auch schnell. Aber dass das trotzdem so schnell wächst, muss ich sagen... Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber gut, da können wir das auch mähen. Weil anfangs dachte ich mir, das müssen wir ausfallen lassen, weil das eh nicht reif sein wird, wenn wir anfangen hier zu mähen. Aber anscheinend hat das gehört und hat sich gedacht, nee, ich will auch gemäht werden und ist schnell reif geworden. Gut, kann man nichts machen. Sagen wir so, ich habe nichts dagegen. Also, es freut mich, dass wir dann umso mehr Gras noch dazu kriegen. Ah, ich darf hier nicht zu steil ranfahren, weil mal das Gras geht zwar bis dann zu hoch, aber wenn ich bis darauf fahre, dann nehmen wir mal zurückfahren ein bisschen. Was wollte ich sagen? Ja, genau, dann wird das Mähwerk auf einer Seite zu stark hochgehoben und das, was eigentlich auf der mit der Breite des Mähwerks gemäht werden soll, wird dann nicht mehr gemäht. Deswegen müssen wir da ein bisschen aufpassen. Jetzt habe ich auch ein paar Bäumchen und Büsche hin platziert. Das heißt, wir sind hier eigentlich auf einer Straße relativ unscheinbar. So, drehen wir nochmal. Ich muss sagen, die Wiese hier ist eigentlich schon relativ klein. Da ist in der Real Life, wäre glaube ich ein Schmetterlingsmähwerk ein bisschen groß für die Wiese. Okay, zwei, drei Bahnen sind es doch, aber würde man in echter Bau, würde sich glaube ich ein Schmetterlingsmähwerk kaufen, für, wenn man nur so kleine Wiesen hat. Weil da tut es Front- und Seitenmähwerk oder nur Seitenmähwerk auch. Oh, ich dachte schon, ich falle hier jetzt gleich runter. Oh, hier geht's ja schon runter. Okay. Vorne lassen wir wieder runter. Und hinten lassen wir jetzt auch runter. Ja, passt. Dann nehmen wir aber auch schön noch ein bisschen hier ran, damit wir hier alles schön mitkriegen. Weil es gehört alles zu unserem Feld und oder unsere Wiese. Wieso soll man da nicht alles mitnehmen, ne? Ah, wir haben schon wieder was kaputt gefahren, Mann. Eigentlich würde ich diesmal extra aufpassen, aber na gut. Ich bin jetzt echt mal gespannt, wie viel jetzt da runterkommt, weil es jetzt alles doppelt gedüngt. Ah, Mist, da ist mir gerade was eingefallen. Wir hätten ja unsere kleine Wiese, die jetzt reif geworden ist, auch nochmal düngen können. Weil, wenn wir es das erste Mal gedüngt haben, da war sie ja nur erste oder zweite Wachstumsstufe und da hat sie ja nur die erste Düngestufe angenommen. Jetzt wäre es reif gewesen. Aber jetzt ist es auch schon zu spät. Jetzt haben wir schon abgemäht. Na, mei. Ist ja nicht so schlimm. Machen wir es halt beim nächsten Mal dran denken.
Boom. Oh Gott. Nee, okay, wird nichts. Ich dachte, ihr könnt es schön umfahren, aber ist nichts geworden, leider. Oh, hier ist aber der Wasserpegel eigentlich relativ hoch im Gegensatz zu der anderen Seite. Alter, wieso sind die Bäume denn so weit in unserer Wiese drin? Ja, okay, was sage ich? Ich glaube, ich habe mich platziert, ne? Shame on me. Ja, ich glaube, den muss ich nochmal ein bisschen umplatzieren, weil das ist ein bisschen störend, wenn die in unserer mitten in unserer Wiese drin wachsen. Oder was heißt mitten? Es ist halt einfach auf der Seite, wenn man mäht oder fährt, sind sie halt dann plötzlich im Weg. So, hinten und vorne ist oben, das passt. Und da vorne muss schon gleich runtergelassen werden. Oh, perfekt. Ich würde sagen, die Wiese sind immer noch fertig. Wir sind vorher eigentlich schon wieder fertig, aber ich möchte auch, bevor ich das Spiel das Safe Game dann schließe, auch noch eine Mission oder eine Arbeit abschließen. Die Mission ist ja nicht, aber oder sagen wir mal, für mich ist eine Mission eine Arbeit, die wo ich gerne abgeschlossen hätte, bevor ich zu meinen anderen Sachen wechsle, wie zum Beispiel schneiden und so weiter. So, ich mache immer noch mal eine. Kann man es vorgewenden? Ja, okay, man kann es vorgewenden, aber einfach eine Querbahn. Ja, ist eine Querbahn. So, aber dann habe ich ein bisschen angenehmer mehr Platz zum Drehen. Oh, ich sehe nichts so jetzt. Sieht man in Innensicht? Ja, es ist auch möglich, aber es ist kein RP-Projekt hier. Das heißt, wir können noch mal ein bisschen in Außenansicht fahren. Da sieht man ein bisschen mehr vom Traktor und vom ganzen Gespann hier. So, heben wir wieder alles hoch hier. Dann schleift das nicht so ganz über das schon gemähte drüber. So. Also die Bahnen, die was von mir wegmäht, in der Mitte ist, glaube ich, immer die am dicksten und die am höchsten. Am höchsten. Finde ich jetzt mal so, wenn man jetzt so guckt. Ja, also die vom Heckmähwerk sind schon ein bisschen schmaler. Schmaler. Tiefer, also flacher. So. Schmäler ist eher die vom Frontmähwerk, vom Seitenmähwerk eher breiter. Oder Schmetterlingsmähwerk, sagt man eigentlich. Seitenmähwerk ist ja eigentlich, es wäre dann nur eine Hälfte, sagen wir einfach von der Schmetterlingskombi. So, einmal wenden und dann haben wir hier auch schon die letzte Bahn oder den letzten Streifen. So, die Heimchen hier noch mitgenommen, perfekt, dann nehmen wir das Ganze hoch und dann fahren wir nochmal schnell zum anderen Feld rüber, aber ich darf mich schon mal von euch verabschieden, denn für das Video heutige Folge auch schon wieder fertig, liebe Leute. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch da lassen, wäre natürlich sehr nett. Und ja, ansonsten sehen wir uns dann morgen am Mittwoch zu einer weiteren Folge hier auf der Stappenbach und auf der Gemeinde Rade. Dann wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen restlichen Dienstag und bis morgen. Haut rein und ciao, ciao. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Let them know you.